Was geschah eigentlich mit Draco Malfoy, nachdem seine Frau gestorben war? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video möchte ich über Draco Malfoy sprechen und was er alles durchmachte, nachdem er seine Frau Astoria Greengrass durch einen Blutsfluch verloren hat. Wie viele von uns wissen, war Draco am besten für seine Mobbingstreiche während seiner Zeit in Hogwarts bekannt. Wir haben alle gesehen, wie er anderen das Leben zur Hölle machte, besonders Muggelgeborenen, und wir haben gesehen, wie er unter dem Druck zusammenbrach, ein Todesser zu sein. Doch Draco hatte großes Glück. Er kam unbeschadet aus der Schlacht von Hogwarts heraus, und nach dem Krieg hatte er noch beide seine Eltern. Er hatte niemanden verloren, der ihm wichtig war, und vor allem kamen er und seine Familie völlig ungeschoren davon, ohne jegliche Bestrafung. Also spulen wir vor zu 2 Jahrzehnten später, als seine Frau Astoria ihrer Krankheit erliegt und Draco nun alleine mit seinem Sohn ist, um für sich selbst zu sorgen, ohne die Frau, die immer eine ständige Präsenz war. Wie ist er mit ihrem Tod umgegangen? Was ist mit seinem Sohn Scorpius? Was geschah mit Draco nach dem Krieg? Also, es ist keine Überraschung zu wissen, dass Draco Malfoy mit einem silbernen Löffel im Mund geboren wurde. Er hatte keine Sorgen und keine Bedürfnisse nach irgendetwas. Er kannte nie Kämpfe oder harte Zeiten, und seine Eltern waren so wohlhabend, dass keiner von ihnen je arbeiten musste. Lucius verbrachte seine Zeit damit, sich im Ministerium zu engagieren, und Draco wurde als Fanatiker erzogen. Das war alles, was er je kannte. Der Glaube an die Dominanz reinblütiger Zauberer wurde Draco von seinem Vater eingeflößt, der sicherstellte, dass sein Sohn wusste, dass sie die überlegene Rasse seien. Draco wurde gelehrt, dass Muggel und auch Muggelgeborene eine Schande für die magische Welt seien und dass es abscheulich sei, mit ihnen zu verkehren. Verachtenswert, undenkbar und geradezu ordnungsgemäß unverzeihlich. Zu Dracos Verteidigung wurde ihm dieser Glaube aufgedrängt, also hat er ihn sich selbst auferlegt in der Aussicht, eines Tages ein Todesser zu werden, sollte der Dunkle Lord jemals zurückkehren. Dracos Hauptziel war es, seinen Vater stolz zu machen und ihm zu zeigen, dass er weiterhin das tun konnte, was sein Vater einst vor ihm getan hat, und zwar die reinblütige Ordnung weiterführen. Draco entwickelte eine besondere Vorliebe dafür, Hermine Granger das Leben zur Qual zu machen. Doch schließlich begann er selbst zu denken und gab es auf, ein Todesser zu sein. Er verließ dieses Leben vermutlich mit seiner Mutter und seinem Vater, aber das Aussehen ihres Exits, bevor die Schlacht von Hogwarts beendet war, war nicht ganz der Fall für seine Eltern, denn sie hielten immer noch an ihren reinblütigen Ansichten fest, auch nachdem so viel passiert war. Nach dem Tod seiner Frau Astoria, die aus der Greengrass-Familie stammte und in einem ähnlichen Umfeld wie Draco aufgewachsen war, erkannte Draco, was wirklich wichtig war, und die Berufung auf veraltete Praktiken gehörte nicht dazu. Astoria sah genauso, wenn nicht sogar noch stärker, dass das Stigma der Mischung aus magischem und Muggelblut überwunden werden musste, und sie drängte Draco dazu, ähnlich zu denken, was er auch tat, und genauso ihren Sohn dazu zu erziehen. Sie liebten sich sehr und verbrachten viele glückliche Jahre miteinander, bevor sie ein Kind bekamen. Trotz Astorias Krankheit, die eine vererbte Blutkrankheit war, die durch frühere Generationen übertragen wurde. Der Fluch, der nicht genetisch bedingt war, wurde der Blutlinie von einem Feind der Greengrass-Familie auferlegt, was nicht mit dem Maledictus-Blutsfluch zu verwechseln ist, den Nagini erlitt. In diesem Zusammenhang wäre es interessant, mehr Informationen darüber zu erhalten, wie solche Flüche erschaffen und auf die eine Blutlinie generell übertragen werden. Ich meine, das ist ja schon ziemlich übel, wenn auf deine ganze Familie ein Fluch gelegt wird. Es scheint jedenfalls sehr dunkle Magie zu sein. Sicher war nur, dass Astorias Leben immer gefährdet war und ihre Krankheit wurde durch ihre Schwangerschaft beschleunigt. Trotz Dracos Sorgen und Proteste über die Auswirkungen der Schwangerschaft auf das Kind. Er wusste jedoch, dass es das war, was seine Frau wirklich wollte, und deshalb stimmte er einem Kind zu. Astoria brachte einen gesunden Jungen zur Welt, Scorpius Hyperiton Malfoy. Jetzt, wo das gesagt ist, war Draco voll und ganz darauf vorbereitet, dass die Malfoy-Linie mit ihm enden würde, wenn es bedeutete, dass seine Frau länger lebte. Ich wollte ihre Gesundheit nicht riskieren, sagte er. Es ist egal, ob die Malfoy-Linie mit mir stirbt, egal, was mein Vater sagt. Aber Astoria wollte kein Baby für den Malfoy-Namen, für reines Blut oder Ruhm, sondern für sich selbst und Draco. Als Scorpius geboren wurde, war es der beste Tag ihres Lebens, auch wenn es die Geschichte beträchtlich abschwächte. Sie drei versteckten sich, um ihre Kräfte zu schonen, und so entstand das Gerücht, dass Draco bereit war, die Familienlinie mit ihm enden zu lassen. Was wirklich zeigte, wie viel ihm seine Frau bedeutete und wie verzweifelt er war, sie am Leben zu erhalten.
Draco war extrem beschützend ihr gegenüber und wollte ihr nicht erlauben, Energie zu verschwenden, die nicht notwendig war, da ihre Krankheit durch die Schwangerschaft ausgelöst wurde, als sie älter wurde. Als Astoria im Jahr 2019 starb, war Draco am Boden zerstört, ebenso wie sein Sohn Scorpius, der sich an seinen Vater wandte, um mit seinem Verlust fertig zu werden. Man schrieb ihm zu, dass Draco sein Bestes tat, aber die Situation war extrem schwierig für ihn, selbst damit umzugehen. Er hatte so viel Zeit damit verbracht, sich um seine Frau zu kümmern, dass sich plötzlich ein großer Teil seines Tages öffnete, um allein mit seinen Gedanken und dem Wunsch zu verbringen, dass die Dinge anders sein könnten. Diese Frau hatte sein Leben in vielerlei Hinsicht zum Besseren verändert, und jetzt war sie weg. Draco hatte enormen Reichtum, so dass er nicht arbeiten musste, und widmete seiner Zeit der Pflege der vielen dunklen Artefakte seiner Familie sowie dem Studium der Alchemie. Diese Hobbys halfen ihm sehr, aber er vermisste immer noch seine Frau. Es ist derzeit nicht bekannt, ob Draco nach Astorias Tod jemand anderen getroffen hat, und um ehrlich zu sein, kann ich mir nicht vorstellen, dass er jemanden kennengelernt hat. Eventuell für Staten, aber nicht für wahre Liebe. Auf den Beweisen seiner Liebe und Hingabe zu seiner Frau scheint er immer ein Ein-Mann-Typ zu sein, und ich glaube wirklich nicht, dass er den Wunsch oder das Bedürfnis in sich trägt, sein Herz an jemand anderen zu verschenken. Sein Sohn Scorpius Hyperion Malfoy ging zusammen mit den Kindern von Harry Potter, Ginny Weasley und den Kindern von Hermine Granger und Ronald Weasley in die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Er hatte es auch sehr schwer mit dem Verlust seiner Mutter, aber Vater und Sohn schafften es irgendwie, sich gegenseitig die Last des Verlustes von den Schultern zu nehmen. Obwohl Scorpius oft von der Erinnerung an seine Mutter geplagt wurde, fand er Trost und Unterstützung in der Freundschaft zu Albus Potter, Rose Granger Weasley und den anderen Kindern. Sie bildeten eine unzertrennliche Gruppe, die einander durch Höhen und Tiefen des Schuljahres begleitete. Draco ermutigte Scorpius, sich neuen Herausforderungen zu stellen und sein Bestes zu geben, egal was das Schicksal ihm auferlegte. Die Jahre vergingen und trotz der Dunkelheit, die Scorpius' Vergangenheit geprägt hatte, fand er im Zauber von Hogwarts und in der Liebe seiner Freunde einen Weg nach vorne zu blicken. Vater und Sohn wussten, dass ihre Bindung stark genug war, um jedes Hindernis zu überwinden, und sie standen einander bei, egal was die Zukunft für sie bereithielt. Und das war's mit diesem Video darüber, was mit Draco Malfoy passierte, nachdem er seine Frau verlor. Wie immer, wenn ihr etwas hinzufügen wollt, dann tut das bitte gerne in den Kommentaren. Was denkt ihr, was Draco sonst noch getan hätte oder getan hat? Ich würde es wirklich gerne wissen. Falls dir das Video gefallen hat, lass doch gerne einen Like und ein Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.